Welche Abmessungen sollte der Technikraum haben? Die Größe des Technikraums hängt von der Anzahl und der Art der Ausrüstung ab, welche du installierst. Denke zum Beispiel an die Größe der Filteranlage. Der Maschinenraum sollte gemauert werden. Seine minimalen Abmessungen sind 1 Meter x 1,50 m x 1,50 m im Fall der von uns angebotenen Grundausstattung. Du kannst auch eine fertige Technikbox oder eine Gegenstromanlagenbox kaufen. Wenn sich der Pool in der Nähe des Hauses oder einer anderen Wirtschaftsraums befindet, kann der technische Raum zum Beispiel im Heizungsraum, dem Gartenhaus oder einem Pavillon untergebracht werden. Dann ist es viel bequemer, den Filter zu bedienen. Wichtig! Wenn der Pool mit einer Gegenstromanlage ausgestattet ist, muss sich die Pumpe der Gegenstromanlage gleich hinter dem Becken befinden. Das heißt, hinter der Druckdüse. Das bedeutet, es muss ein Raum für die Gegenstromanlage direkt hinter der Poolwand vorbereitet werden. Je näher am Pool, desto weniger Druckverlust. Muss sich der technische Raum direkt beim Pool befinden? Nein, muss er nicht. Aber je weiter vom Pool, desto mehr wird eine stärkere Filterpumpe benötigt. Das gleiche gilt für die Wärmepumpe. Ist der Pool mit einer Gegenstromlage ausgestattet, muss sich die Pumpe der Gegenstromanlage unbedingt direkt hinter der Beckenwand befinden. Was passiert, wenn der Technikschacht oder der Technikraum zu nahe oder zu weit vom Pool entfernt ist? Wenn der Technikraum mehrere Meter vom Pool angebracht werden soll, solltest du eine Filteranlage mit einer höheren Pumpenleistung kaufen. Wenn eine Wärmepumpe installiert wird, sollten die Rohre zusätzlich isoliert werden. Wir empfehlen deshalb auch die Verwendung eines Rückschlagventils, besonders wenn die Filteranlage höher als der Wasserspiegel im Pool aufgestellt wird. Warum muss im Technikschacht oder im Filterraum ein Abfluss installiert werden? Es ist ein unverzichtbares Element des Technikschachtes, in dem sich die Filtration befindet. Bei Undichtheit kann Wasser austreten und kann die Filterpumpe und andere Geräte überfluten, die sich im Schacht oder dem Raum befinden. Dies kann zu großen finanziellen Verlusten führen. Wäre schade. Im Falle eines solchen Ereignisses fließt das austretende Wasser durch den Ablauf und schützt somit alle sich dort befindenden Geräte. Eine andere Lösung kann eine Ablaufnische sein, das heißt ein Ort, an dem sich das austretende Wasser sammelt und mit einer sich dort befindenden Taucherpumpe abpumpt. Neben dem Abfluss muss auch eine Belüftung im Filteranlageraum vorhanden sein.